Die Zahl der Opfer an der israelisch-libanesischen Grenze steigt weiter. Im Südlibanon sollen knapp 200 Menschen bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen sein, so das libanesische Gesundheitsministerium. Hunderte weitere seien verletzt worden. Israel wirft der Hisbollah vor, Waffen in Häusern von Zivilisten zu verstecken. Seit fast einem Jahr beschießen sich Israel und die Hisbollah gegenseitig. Israel will die Gebiete im Norden Israels wieder sicherer machen, sodass die Bewohner dorthin zurückkehren können, und bombardiert deswegen aktuell den Südlibanon. Währenddessen müssen laut der libanesischen Regierung die Kliniken im Südlibanon alle nicht dringenden Operationen absagen. Aus Tel Aviv ist mein Kollege Max Hermes zugeschaltet. Max, die Zahl der Toten im Libanon steigt. Wie ist denn jetzt da der aktuelle Stand, die aktuelle Lage? Was passiert da? Ja, wir sind aktuell jetzt auch hier in den nordisraelischen Teil des Landes gefahren und sind hier ganz in der Nähe auch der Grenze zum Libanon und haben hier in der Stadt Metula heute gedreht und konnten uns davon überzeugen, wie dort eine ganze Straße auch von Hisbollah-Raketen getroffen wurde. Allerdings in der vergangenen Woche allerdings große Zerstörung dort. Die Menschen dort sind schon lange evakuiert worden, also aber trotzdem ihre Heimat dort jetzt zerstört worden. Und die Menschen hier in Israel, die gerade hier ganz im Norden an der libanesischen Grenze wohnen, die fordern, dass eine Pufferzone errichtet wird, und die sind zum Teil auch bereit zu sagen, das israelische Militär muss jetzt diese Operation beenden. Da muss es möglicherweise auch eine Bodenoffensive geben, um ein für alle Mal die Hisbollah aus diesem Gebiet zu vertreiben. Also das sind durchaus schon hier viele Meinungen, die in diese Richtung gehen. Beschlossen ist eine solche Bodenoffensive allerdings noch nicht. Wir sehen aber, das israelische Militär intensiviert seine Angriffe. Auch wir haben heute mehrfach hier Artillerie, Sniper und Ähnliches gehört auf dem Weg Richtung Libanon. Also Israel macht aus der Luft da schon einiges und beschießt den Libanon intensiv. Es gibt auf der anderen Seite auch dann Rückstöße vom Libanon. Also das Klima heizt sich auf, und die Hisbollah hat ja schon gesagt, das ist erst einmal ein Kampf auch ohne Ende. Da sollen offene Rechnungen beglichen werden, und das israelische Militär auf der anderen Seite sagt, wir wollen das jetzt weiter hier intensivieren, ohne von einer Bodenoffensive zu sprechen. Aber beide Seiten heizen sich gegenseitig auf, und die Situation schaukelt sich hoch. Max, vielen Dank für diese Informationen aus dem Norden Israels. Dankeschön.